Moi c'est clay as tu am nu. Mi mamu, moi c'est clay as tu am nu. Von mir klappen a sangen, tanzen a sprangen. Mir mache Musik an dat die ganze Nacht. Mi mamu, moi c'est clay as tu am nu. Mi mamu, moi c'est clay as tu am nu. Moin, moin alle gut zusammen, da draußen bei Schul daheim. Ich bin der Bob von Mimamu. Und ich habe schon Mimamu-Lied gerade gesungen, das kennt ihr vielleicht schon. Aber heute habe ich ein bisschen ernst gemacht, wie sonst. Heute habe ich ein Instrument dabei gespielt. Ja, effektiv, der Teil ist richtig ein Instrument. Boah, die gibt vielleicht nur so, weil das ist ein Instrument, das du einfach nicht mit einem Hölzer küscht. Ja, eigentlich ist es aber auch nicht mit einem Hölzer küscht. Weil das Login ist, das weisen die nicht. Dafür weisen die nicht schnell, wie das richtig heißt. Guck mal ein Kahai. Cajon heißt das. Das ist am Anfang Spanisch. Und was das genie heißt, das werden wir heute noch feststellen. Das ist am Anfang ein ganz normal Küst. Und dafür habe ich auch heute schon ein paar andere Küste mitgebracht, um zu weisen, dass ihr das auch daheim am Anfang ganz einfach könnt nur machen und spielen, ohne so ein Instrument am Anfang zu wie das da, weil ihr noch Musikgeschäft kann kaufen. Also das ist ein ganz normaler Küst. Ja, eigentlich schon, ja, nur eigentlich nicht. Komm, wir gucken uns ein sehr Person. Am Fong ist ein Cajon auch nicht ähnlich wie ein Küst. Cajon ist Spanisch und hier plötzlich so viel wie Tierang oder Hölze Küst. Oft sind aber also ein Cajon nach kleinen Sachen verstoppt, für dass sie noch besser karabbeln. Ja, tatsächlich. Auch auf meinem Cajon oder an meinem Cajon sind Sachen verstopft, für das sie besser karabbeln. Also, die hört das vielleicht, das raschelt so, du siehst so Seiten drauf verstopft, also wie bei einer Gitarre, die dünnen Seele. Und auch sogar so rasseln, vielleicht könnt ihr das auch hören. Voilà, klingt ein bisschen wie wenn der Gläschen oder der Weihnachtsmann mit seinen Rendieren könnt. Voilà, und die tragen dazu bei, dass es nicht einfach nur klingt wie ein Hölzer Küst, so wie das heute. Mehr als ein bisschen mehr rabbelt. Mehr effektiv, der Name Cajon, der könnte davon, dass es am Anfang ist ein Hölzer Küst ist. Das ist eigentlich ein trauriger Grund, weil Cajon kommt aus Südamerika, aus Peru eigentlich ursprünglich. Also das ist an sich in einer Zeit entstanden, an denen es verschiedene Leute nicht erlaubt war, selber Musikinstrumente zu haben. Das heißt, sie dürfte keine Musikinstrumente haben und auch nicht, natürlich nicht spielen. Was aber nicht verboten war, war ein Hölzer Küst zu haben, zum Beispiel ein Obstküst. Für Obst wie Äpfel, Bananen, was auch immer drauf passt. Und darüber dürften sie natürlich spielen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, die Leute, die Küsten immer besser zu bauen und immer besser zu machen, dass sie besser klingen. Und irgendwann war es kein Obstküst mehr richtig Musikinstrument. Und so ist das entstanden. Auf einer Cajon kann ihn also ganz richtig Rhythmus spielen, ganz ähnlich wie auf einer Batterie. Geht das dann nur auf alle Küste effektiv? Weil mir gesagt, das ist ursprünglich ein Küst. Okay. Hi, geht es tatsächlich auch? Ob so länger wieder hi? Geht es auch? Mir klingt das immer dasselbe. Kann ich das doch daheim machen? Schön, ich habe mal gewiesen. Ich habe daheim mal alles rausgesicht, weil du so hast. Du Küsten, mir auch zum Beispiel einen Stuhl, ein Kartonsküst, ein Hölzerküst oder so ein kleines Wallis, hatte ich noch daheim fand. Und schön, ob denen angefangen mit Trommeln. Aber guck mal, da das könnte nicht so schlecht gehen. Das klingt alles relativ gut. Also, effektiv, es geht eigentlich bald alle Küst. Das heißt, das ist die gute Nachricht, die könnt direkt Haut matt machen. Die braucht einfach just ein Küst. Ein Eidelküst am besten. Und das ist nicht ganz egal, wie ihr das, weil sie muss natürlich stabil genug sein, für das ihr könnt drauf sitzen. Und bei einem Cajon sitzt die normalerweise. Und ich spiele den eben auf die Fischzeit, das heißt, auch die muss relativ stabil sein. Und da seht ihr noch etwas, die Fischzeit. Der ist ganz, ganz glatt. Die seid ihr vielleicht glänzend. Die ist ganz, ganz glatt aufgeschlafen, für das ich mir eben keine Spleiteren holen, aber nicht wehtun oder irgendwie wieder den Eck kommen, den man kennt wehtun. Dafür ist zum Beispiel vielleicht die heutige Küste nicht so gut geeignet.
Na, ich habe es ob der probiert, aber ich habe zu viel ein bisschen aufgeschlafen, dass ich mir nicht wehtun und ich habe noch schüss heimgeschlagen. Wenn ich heim wieder den Neck komme, das geht wehtun. Das ist so ein Küche, das ist vielleicht nicht gerade ideal. Ich habe aber noch einen anderen gehabt, der gesagt bald selbst aus für meinen Cajon. Voilà. Ob der geht zum Beispiel besser gehen. Wenn ich zu Hause umdrehe, da ist ein Glasflasch. Die packt mich, die ist auch aus Holz, das heißt, ich fahre ihn nicht um oder ich gehe an mit der Küche. Und die klingt doch nach gut, nicht so schlecht, lässt dann mal. Das geht, da kann ich spielen. Okay, vielleicht tut ihr daheim auch so ein Küche oder vielleicht ein Mandel oder auch ein Kartonsküche, was natürlich stabil genug ist, gell? Und sie muss eitel sein, dass nicht, wenn dran etwas futti geht, haben noch. Das heißt, ich kenne Cajonen, die weiß ich nur direkt, wie werde ich dem abbrüchen tun. Hier ist zum Beispiel eine Ranganer-Küche. Auch da, wir sehen sie vielleicht so drehen, dass sie natürlich nicht hier wieder können und dass sie sich nicht wehdet. Okay? Voilà. Und natürlich am besten eine heiß genug Küche, stellen wir mal hier auf, dass ich richtig kann drauf sitzen. Okay, also in einer zusammengefasst, was muss ein Hund mit Cajon? Sie muss stabil sein, klar. Sie muss ein glatt Seil tun, für drauf zu schlagen natürlich. Und, das hatte ich noch vergessen zu sagen, sie soll nicht zu viel am Boden rutschen. Ne? Am besten Fall macht er das auf einem Tapi, wie ich es machen. Oder die legt den Tapi drinnen. Oder die sieht sogar bei den Häuten, sie sogar so viel zu drinnen, für dass ich keinen Schräbsen möchte. Mit denen kann ich aber mal ein rutschen gehen. Das heißt, ich lege oder stelle meinen Cajon auch immer auf den Tapi. Weil ihr werdet merken, wenn wir spielen, da fängt die gerne nur ein bisschen mit Klunschen. Weil ihr da besser Druck könnt, gell? Wenn ihr spielt. Aber wenn ihr zu viel klunscht, das wisst ihr, aus der Schulter kann ich nur hinfallen. Dafür soll ich am besten nicht klunschen oder nicht zu viel damit klunschen. Vor allem am Anfang, wenn ihr nicht leert. Ganz ein bisschen, 1 cm kann ich. Mit der muss ich aufpassen, dass ich nicht nur hinfällt, für dass ihr gut wieder könnt. Okay? Voilà. Schön, dass ich aber nach eng sage, vergisst zu sagen, hier hinten auf der Cajon. Du hast natürlich ein Loch dran. Aber für was ist das Loch? Das ist das Schalllach. Also, du kannst am Anfang den Klang von der Cajon raus. Ganz viele Instrumente haben so ein Schallach. Und dafür habe ich die heute zwei Matbrüche. Zum Beispiel, ihr kennt das von der Gitarre. Das heißt kein Gitarre, das heißt auch nicht. Das heißt ein bisschen mit Klangseiteninstrumente. Ein Ukulele, das heißt ein Timple, die ist von Lanzarote. Und die Ukulele ist eigentlich ganz berühmt auf Hawaii. Und die haben auch all ein Schallach, das ist am Anfang da, wo der Klang herauskommt von dem Instrument. Das heißt, ohne Schallach gibt es nicht so schön klingen. Voilà, bei der Cajon ist es nicht selber, die haben auch einen Schallach. So, voilà, das Umfeld. So. Wenn dir aber nur ein Cajon daheim ich selber baut oder einfach ein Küche holt, dann braucht ihr nicht unbedingt die Schallach und die Hütte gesehen. Das geht auch so. Natürlich geht es da wahrscheinlich nicht so hart, da ja den sie vielleicht nicht gerade so gut und nicht gerade so weit. Okay, wenn ihr also nur ein Küche von tut, dann passt von Schlift nach oben. Da ist dann natürlich nicht rutscht im Boden. Und das ist die Platz 4 und ich. Und auch die Platz neben dir. Und natürlich auch Hanna dich, ja. Die kleine Katze die muss natürlich auch wäsch. Nicht, dass wir den mit wäsch wollen, wenn wir aber mal geben, umkippen, was wir natürlich probieren, am besten Fall immer zu vermeiden. Okay, der Tisch Platz rundherum, wenn wir spielen mit der Cajon, der soll immer frei bleiben. Okay, da geht los. Schön, nun, die hört euch alle gut in ein Küchtgesicht oder etwas von, was ihr könnt holen. Ein Mandel geht, ein Küst natürlich geht. Ein Wallis geht zum Beispiel auch gut, ein Eidel Wallis, dem nur weh, ein Stoff, der geht natürlich nicht so gut, wie wenn ich ein fest Wallis hat. Das geht doch, das klingt doch relativ gut. Dann lernen wir den ersten Klang. Wir haben am Anfang zwei Hauptklänge auf der Cajon. Den ersten, den ist an der Mitte von der Cajon. Da schlagen wir mit dieser flachen Hand ziemlich an der Mitte von der Cajon. Voilà, das geht schon den richtig guten Bassklang. Voilà, und ihr hört bei mir auf der Cajon, dass das ein bisschen rabbelt vielleicht. Voilà, das sind die Seiten, die da dran sind und die Rasseln, die da dran sind. Okay, das ist der erste Klang. Den ist einfach. Den zweiten Klang, den ist auch einfach, aber du musst mal ein bisschen aufpassen. Für den zweiten Klang schlagen wir oben auf den Bauch. Aber passt auf, wenn ich schläft, dass der Daumen nicht hier wieder die Kante kommt vom Bauch. Das geht nämlich relativ wenig Zeit. Wenn wir just mit der flachen Hand hier auf den Bauch von der Cajon schlagen, das geht schon durch. Voilà. Wenn wir Linkshänder sind, darf man das natürlich mit links machen. An den Bassklang, heim. Ich brauche mich mal gar nicht so weit, nur vier zu bähen oder zu bicken. Das geht am Funk. Hei du, wenn ich meinen Arm locker hängen lasse, an oben mit den Fingerspitzen wiederkommen. Okay, voilà. Also, das ist also schon mal das, was man muss wissen, für den ersten Rhythmus zu spielen.
Und den ersten Rhythmus aus dem Funk, der Bassklang, also den an der Mitte, dann den auf den drüber, rum den Bassklang, rum den auf den drüber. Ganz einfach, geht mit einer Hand, ganz locker. Okay, das war's einfach. Das könnt ihr daheim direkt schon mal machen. Okay, also tisch ein bisschen innen, dann ein bisschen oben. Wir machen direkt Musik dabei. Und Musik ist immer mehr flott. Okay, sind wir bereit? Tisch ein bisschen innen, oben. 1, 2, 3, an! Okay, schön, lass Musik schon rüber. Ich hatte schon richtig Spaß, für Mann zu spielen. Ich hoffe, dir auch daheim. Aber das tut mir denken, wir haben noch ein bisschen langweilig. Vielleicht dafür gehen wir direkt auf den zweiten Rhythmus. Aber ich weiß nicht, aber denke, just wie das ausgesagt hat, da denke, ohne dass ich das spielen. Also, wir haben erst innen gespielt, dann oben, dann denke, innen, dann oben. Also, das war dann, den wir gerade gemacht haben. Voilà, ganz einfach, das. Ich meine, schon mal alle gut hinkriegt. Da sind wir bereit für den zweiten Rhythmus. Also, den zweiten Rhythmus, den sieht schon ein bisschen anders. Und du siehst auch immer zwei verschiedene Hände. Du siehst, bei der einen geht ein Daumen auf die Seite, bei der anderen geht ein Daumen auf die Seite. Ich sehe Rätselhänder, dafür fängt nicht mit der Rätselhand an. Und der Linkshänder sieht der aber natürlich auch mit der linken Hand. Du fängst, dann ist das für dich normalerweise ein bisschen mehr einfach. Der Rhythmus geht so. Wir spielen immer noch die Hand mit, aber mit der Rätselhand oder bei euch da vielleicht mit der linken Hand. Oben und Bauch. Mehr, die andere Hand, die können noch immer dazwischen. Wir stapeln immer noch etwas dazwischen. Los die links. Und dann, rum die rechts, auch um die links. Das ist das, was wir für Drogen machen. Machen wir auch noch immer. Mehr, du könnt die andere Hand dabei. Voilà, eigentlich auch ganz einfach. Mit muss ich ein bisschen sich ein bisschen zurechtfinden. Also, das ist innen und dann oben, oben, oben. Aber ganz wichtig ist, dass das Hand immer aufwisselnd bleiben. Na, dass man nicht irgendwie zweimal, irgendwie, da kommen wir raus. Wenn wir immer aufwisselnd bleiben, dann können wir das auch immer ganz schnell spielen. Voilà, und das geht immer weiter. Sehe mit den Händen aufwisseln spielen, das ist einfach. Mit einer Hand sehe ich nicht spielen, das ist gar nicht so einfach. Und das geht immer mit Muskelkater. So. Das geht. Und ich bin mir sicher, wenn ihr das daheim übt, ob ihr eigener Cajon, könnt ihr das ganz geschwind auch so schnell. Dann wollen wir mal gucken, was wir mit dem Rhythmus können machen. Also, nach einem wiederholen. Der Titan ist unser Rhythmus. Innen, links, rechts, links. Also, innen und dann. Oben, oben, oben. Okay, und ihr habt schon vielleicht auch ein Bild gesehen. Den Einschlag, der war ein bisschen mehr hart und den anderen war ein bisschen mehr los. Voilà. Und das klingt, wenn es los ist, noch nicht so spannend. Aber wenn ich schnell spielt, dann hört den du richtig Unterschied. Aber wenn ich nach mir schnell spiele, dann hört ich wirklich boom, tack, dumm. Jack. Und das sind die Klänge, die ihn auf der Batterie geben, mit der großen Trommel spielen und mit der kleinen Trommel oben. Dum, Jack, dum, Jack, dum, Jack. Und das sind das, dass das der Groove stehen hört. Dass das, wenn ein Auto lernt, für den hart Musik hört oder wenn der lernt ein Haus geht, wo hart Musik ist, dann hört er immer das. Die Klänge schlägt Tisch, die hört ihn nicht immer so genau. Zumindest nicht durch ein Autostier oder durch ein Wand von einem Haus. Aber sie sind aber wichtig am Lied, dass das dabei ist. Weil sonst wäre es doch langweilig schon immer nur mit Boom, Jack, Boom. Jack, wie ja. Das heißt, dafür brauchen wir die andere Hand unbedingt auch dabei. Okay, dann wollen wir mal denken, das, was wir gerade gelernt haben, mit Musik probieren. Also, noch ein wiederholen. Ich weiß, lieber noch ein Kehr. Da lassen wir das mal gelernt tun. 1, 2, 3, 4, 1. Okay, und das machen wir einfach Pummel 109 mit der Musik. Wie gesagt, das macht immer mehr Spaß. Okay, kleinen Anfang, für mal wärm zu gehen.
Okay, also das ist ein Tempo. Du, jack, jack, brett. 1, 2, an. Okay, noch ein Kehr. Okay. Wir können doch direkt 100 Nee spielen. Boom, tschak, tschak, tschak. Schmal immer eine kleine Pause, gell? Wir können doch 100 Nee spielen. Aufpassen, dass man nicht zu viel klunchen, gell? Kann ich noch ganz tief setzen. Okay, gut, das war schon ein echtes Lied. Also, wie ich gesagt habe, kann ich noch ganz tief setzen. Da könnt ihr aber oft mit dem Arm da oder wieder. Und dafür klunche ich den automatisch ein bisschen. Das hatte ich ganz am Anfang schon gesagt. Ich sollte aber nachher ein bisschen klunchen bei der Cajon ist okay, warum darum genug Platz hast, dass man nicht nur haben, hier so ein bisschen Platz, wann ich gehe fallen. Ich fallen nicht, ich finde das relativ gut am Griff, dass ich nicht so weit rutsche. Aber dir du hinpasst, wenn ich gehe doch drauf ab, dass er nicht so viel klunscht. Okay, schauen wir mal, hier bis 100 Mal. Ich komme nicht durch. Ming, Huckepacke drum. Okay, was soll das nicht mehr sein? Vielleicht würde das Wort Huckepack schon ein hören. In Deutschland so ist ein Huckepack, wenn ihn auf den Buckel hält. Oder das hat er bestimmt schon einmal gehabt. Oder die war bestimmt schon einmal bei irgendeinem mit dem Buckel, wie der klein war oder lo nach. Und das nennt den Huckepack, weil eben dann so in, ja, weil er dann so im Rekko, das klingt so ein bisschen witzig. Also wie Rucksack mit Huckepack. Voilà. Und mein Trom ist hier am Anfang auch ein bisschen so, weil guck mal, sie hält mich auch auf die Schillerin. Ich setze noch hier drauf. Und das ist am Anfang ein Trom. Das ist zwar ein Küst, aber das ist auch ein Trom, hat man gesagt. Und dafür nenne ich mein Cajon. Mein Huckepacke drum. Ich fand das cool zu tun. Und zu Huckepacke drum geht eben auch ein Lied. Und du hast den Text relativ witzig. Guck mal. Also, mein Huckepacke drum. Mit der machen wir etwas, das machen wir normalerweise lieber nicht. Ja? Schon gut nicht mit anderen Leuten. Aber bei einer Trom, der will das, die kriegt nur einen Bumm. Ja? Also, mit der von du mal ein drauf klappen. Bei einer Trom ist das okay. Und da, guck mal, ich habe das gesagt am Anfang, der Küst war auch mein Stuhl. Ja? Ich kann drauf sitzen. Und da geht vier Runden mein Huckepacke drum. Das haben wir schon gelernt, sie heißt am Fong Cajon. Das heißt Tirang auf Spanisch, hat man gelernt. Und das Instrument ist mega cool. Das ist, also ich bin absolut überzeugt, das hier ist ein richtig cooles Instrument. Kann ich richtig viel Spaß damit da haben. Und das einfach, das flott ist, das tut das Lied aus am Fong, das wird man gerade schon hören haben. Du passt den Text genau drauf. Wir sagen das einfach zusammen. Und voilà, wir sagen mal einfach zusammen. Also, ihr könnt ruhig mal singen, weil ich meine, das geht ganz gut, das könnt ihr ganz sicher schon. Voilà, ich sage mal einfach mal, ohne zu spielen. Meng, hucke, packe, drum, kridlo, engo, bum. Gucke mal, de Küst aus auch mein Stuhl. Meng, hucke, packe, drum, hecht am Funkachon. An dat Instrument aus mega cool. Voilà! Sollen wir Danke sagen? Okay, wir sagen Danke. Weil ich das richtig gut kenne. Meng, hucke, packe, drum, kriegt lo eng op bom. Kugge mol de Küst aus och mei Stuhl. Meng, hucke, packe, drum, hecht am Funkachon. An dat Instrument das mega cool. Voilà! Und natürlich ein cooler Schluss, wie das zu Spenger Band gehört. Voilà, also, mein Huckepacke drum
wenn er das Lied daheim will, nicht nur singen und auch nicht will richtig gesehen, wie das mit der Cajon gegangen ist und die Rhythmen gegangen sind, dann könnt ihr das auch noch ein bisschen gucken. Und ich weiß nicht, nämlich, wie das geht. Das ist ganz einfach. Ich fand das tote Lied zum Beispiel bei schulduheim.lu, bei der Sache von Mimamu. Oder die geht direkt bei mimamu.lu und geht an /schulduheim. Du findest Noten an den Text, ein Playback für Mat zu singen und natürlich ein Playback, wo schon Mat gesungen wird. Also das ganze Lied sozusagen, dass ihr nicht könnt lauschen, dass ihr wisst, wie es geht. Und da könnt ihr das daheim Mat singen und spielen. Voilà. Dann bleibt mir am Anfang nicht mehr zu sagen, wie merci, dass ihr nur geguckt habt und dass ihr auch so viel Motivation für Cajon zu lernen und zu spielen, weil das Instrument ist einfach mega cool. Und ich bin mir sicher, dass ihr das ganze Jahr lehrt und auch den Rhythmus, den wir heute gelehrt haben und den wir bei der Huckepacke drum auch brauchen, wenn wir die Liedenker singen und spielen wollen, dass ihr die ganze Jahr könnt. Aber bestimmt könnt ihr noch irgendwann schon ganz schnell. Also, wir singen dann das Lied Huckepacke drum und wir spielen den Rhythmus schon mal von der Huckepacke, Huckepacke. Drum, voilà, so können wir uns das nämlich gut verhalten. Und ich sage einfach los schon, Eddie, merci, dass ihr nur geguckt habt. Und viel Spaß mit der Cajon. Meng, Hucke, Hacke, Drum, Kredlo, Engel, Bum. Gucke mal, die Köst, das auch mein Stuhl. Meng, Hucke, Packe, Trom, hiecht am Funkachon. Andert Instrument, das mega cool. Meng, Hucke, Packe, Trom, Kredlo, Meng, Hucke, Packe, Trom, hiecht am Funkachon.